In diesem Video gucken wir uns die drei besten Föhne an. Alle Föhne sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welcher Föhn der beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video! Braun Satin Hair 7. Dieser Föhn von Braun ist ergonomisch geformt und hat 5 Temperatur- und 2 Gebläsestufen. Der Haartrockner arbeitet mit einer Leistung von 2000 Watt. Er hat eine schmal zulaufende Stylingdüse und verfügt über variable Einstellungen, die das Trocknen und Stylen der Haare vereinfachen und sorgt dafür, dass sich das Haar nicht statisch auflädt. Die Temperatur regelt der Föhn automatisch. Der Haartrockner hat Indikatorleuchten im Griff, die anzeigen, wann die von Braun patentierte Temperaturkontrolle Satin Protect aktiv ist. Auf Knopfdruck lässt sich die Temperatur auf maximal 70 Grad Celsius drosseln. Die Kaltluftfunktion lässt sich per Tastendruck aktivieren und eignet sich für ein haltbares Finish der Frisur oder für das Trockenföhnen sehr feiner und empfindlicher Haare. Der Satin Hair 7 gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des leistungsstarken Luftstroms. Das soll verhindern, dass der Haartrockner überhitzt und das Haar vor Schäden durch zu heiße Luft schützen. Udo Walz bei Beura P2 2000. Der Name Udo Walz ist vielen bekannt. Er war ein berühmter Friseur aus Berlin, der die Haare vieler Stars und Promis in Form brachte. Der P2, dem der Coiffeur seinen Namen verliehen hat, hat 3 Temperatur- und 2 Gebläsestufen. Dank seiner Soft-Touch-Beschichtung und des ergonomischen Griffs wird der Haartrockner sehr gut in der Hand liegen. Er ist mit 728 Gramm Eigengewicht vergleichsweise schwer. Im Lieferumfang ist eine Zentrierdüse für das gezielte Styling einzelner Haarsträhnen enthalten. Dazu kommt ein diffuser Aufsatz, der sich für das Trockenföhnen und Stylen krauser oder welliger Haare eignen soll. Der Haartrockner arbeitet mit einer Leistung von 2000 Watt. Er verfügt über ein abnehmbares Lufteinglasgitter, das sich sehr einfach reinigen lässt. Das Stromkabel des schwarzen Haartrockners hat eine Länge von 1,8 Metern. Roventa CV6030. Dieser Föhn liegt mit seinem ergonomischen Griff bequem und rutschfest in der Hand. Die Kippschalter zur Auswahl der Einstellungen lassen sich demnach bequem mit einer Hand bedienen. Der Föhn arbeitet mit einer Leistung von 1500 Watt und hat 3 Temperatur- sowie 2 Gebläseeinstellungen. Er verfügt außerdem über eine Kaltstufe, mit der sich die Frisur fixieren und haltbar machen lassen soll. Die Ionenfunktion sorgt für glattes und geschmeidiges Haar ohne statische Aufladung. Der Echo Intelligence spart sich nur Strom bei der Nutzung, sondern gleicht die geringere Wattleistung durch die intelligente, oszillierende Düse namens Air Booster aus. Sie sitzt im vorderen Teil des Gebläses. Laut Roventa sind die 1500 Watt durch den Air Booster vergleichbar mit einem 2100 Watt Modell. Bei 100% Leistung soll der Föhn 30% Energie einsparen. Im Lieferumfang ist eine Stylingdüse enthalten, die das gezielte Frisieren Strähne für Strähne möglich machen soll. Dazu kommt ein Diffuser, der für mehr Volumen sorgen soll und sich für krauses oder welliges Haar eignet.